schwarze Milch, der frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Das war die Stimme von Paul Celan, seine Todesfuge. Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich möchte doch eine Sprache wählen. Ich glaube, dass das Schreiben, das Lesen, das Rezitieren von Gedichten, das ist eigentlich eine Beziehung mit der Sprache, zur Sprache. Und ich schreibe seit ein paar Jahrzehnten Gedichte auf Russisch. Und ich habe die intimsten Beziehungen zur russischen Sprache. Deswegen erlaube ich mir doch, dieses Gespräch mit Ihnen auf Russisch zu gestalten. Ein Dichter, das ist eine Kombination, eine Zusammenführung von Grundboden und Schicksal. Das hat ein anderer Dichter gesagt, Boris Pasternak. Grundboden und Schicksal. Womit atmet das Schicksal von Paul Celan? Zunächst über den Grundboden. Über die Erde. Das ist sehr wichtig im Fall von Dichtern, die mit Grenzsprachen, Grenzkulturen zu tun haben. Also ich meine nicht ein Dichter aus einer Hauptstadt, aus London oder aus Paris. Das ist ein Dichter, der aufgewachsen ist. Also ich nenne das, er ist aufgewachsen im linguistischen Windzug, im Windzug von Sprachen. Also alles, was den Boden, die Erde, den Grund angeht, das ist natürlich Tschernowitz. Das ist seine Stadt und diese Stadt gehört zu seiner Poesie. Deswegen werde ich 10 bis 15 Minuten darüber sprechen, über den Boden, wo er aufgewachsen ist. Ja, es gibt auch einen sozialen Boden, einen akustischen Boden, aber wie gesagt, in diesem linguistischen Windzug. Ja, das war sehr interessant. Und für mich war immer interessant, was für ein Boden Celan hatte. Was war für ein Boden, wo so viele Genies eigentlich, so viele talentierte Menschen aufgewachsen sind. Wissen Sie, in meiner Kindheit habe ich Abenteuerromane ganz gerne gelesen, insbesondere über die Indianer. Und es gab interessante Episoden, wo zum Beispiel ein Indianer, er hört alles sehr gut, wie ein Wildtier. Und ein Indianer legte sein Ohr auf den Boden und er konnte hören, ein Geräusch, wie ein Zweig gebrochen wird. Und wie in diesen Indianerromanen geschrieben wurde, der Indianer konnte gleich erkennen nach dem Geräusch des Zweigs, ob das ein Engländer, ob das ein Franzose oder ein Bison war. Und genauso lege ich mich mit meinem Ohr auf den Boden von Tschernowitz. Und ich höre, oder das bilde ich mir ein, dass ich höre. Also ich höre ganz verschiedene Geräusche. Das sind Geräusche der osmanischen, also der türkischen Sprache, osmanische Sprache. Das war eine offizielle Sprache des Osmanischen Reiches. Ja, also ich höre die Lieder von Synagoge, ich höre
griechische Gebete, denn die Verwaltung des Osmanischen Reiches in Czernowitz, da waren Griechen aus Istanbul, also ja, das waren Griechen in Czernowitz. Wie gesagt, Griechen aus dem Osmanischen Reich. Ich höre huzulische Kolomeika-Lieder, ich höre deutsche, ich höre sowjetische Lieder. Und dieser akustische Hintergrund, er ist sehr wichtig für mich, um zu verstehen, die Stadt, die eigentlich für mich auch eine Heimatstadt ist. Und da entsteht so ein Begriff für mich, der auch sehr wichtig ist. Und zwar ist das ein Palimpsest. Palimpsest ist eigentlich ein Manuskript. Das ist ein uralter Begriff. 2000 Jahre, 2500 oder 3000 Jahre alt ist dieses Wort. Also Palimpsest. Palimpsest, das ist eigentlich ein altes Papier, also ein Pergament. Und da wird etwas geschrieben oder wurde geschrieben. Dann wurde eine Schicht abgewaschen und es wurde wieder etwas geschrieben auf diesem Papier. Und dann wurde mit dem Wort Palimpsest auch die bildende Kunst bezeichnet, also wo auf einem Gemälde mehrere Schichten gegeben hat. Und wenn ich über den Palimpsest spreche, dann sage ich, Czernowitz ist auch, also Czernowitz, Czernivtsi, Czernowtsi, das ist eine Palimpseststadt. Und diese Gestalt wird genutzt zum Beispiel in akademischen Kreisen. Also ein Palimpsest, das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Und es gibt gerade auch Bücher über die Palimpseststädte. Zum Beispiel Sigmund Freud hat darüber gesprochen. Ich meine, er hat geschrieben über den Palimpsest als Gedächtnis. Also Gedächtnis in Form eines Palimpsest. Aber zum ersten Mal hat Plato diesen Begriff genutzt. Er nannte einen Tyrann Dionysius. Er hat gesagt, das ist ein Palimpsest-Mensch. Das heißt, unter einer Kulturschicht lebt ein Despot. Also, das war eine historische Anwendung dieses Wortes. Ja, das war eine kleine Einführung von mir. Sie erwarten, dass ich zum Thema komme. Nein, ich komme nicht zum Thema. Ich werde sprechen gerade darüber, was mit dem Thema zu tun hat. Und dafür habe ich eine Entschuldigung. Zum Beispiel, wir haben mit der Stimme von Paul Celan angefangen, wo er seine Todesfuge gelesen hat. Apropos, zunächst wurde dieses Gedicht in Bukarest auf Rumänisch veröffentlicht und es hieß ein Todestango. Dann aber in der deutschen Version, ein Jahr später, hieß es eine Todesfuge. Warum? Es ist so, dass ein Todestango, das ist ein Titel, der mit der Handlung zu tun hat. Und das war ein Orchester in einem Konzentrationslager nicht weit von Lviv, von Lemberg. Und ein Tango sollte dieses Orchester spielen in diesem KZ, gerade in der Zeit, wo die Juden getötet wurden. Und diese Episode wurde apropos auch im Nürnberger Prozess besprochen. Also, Celan hat diesen Titel gewählt, ein Todestango,
denn da ging es um eine Handlung. Also es war geschehensbetont, dieses Gedicht. Dann aber ging er weg von diesem konkreten Ereignis und er hat eine andere Form gefunden, eine Fuge. Und Fuge, übersetzt aus dem Lateinischen, heißt Flucht. Und die musikalische Form dieser Form, also der Fuge, besteht darin, dass das Hauptthema überläuft von einer Stimme zur anderen Stimme, aus einem Teil zu einem anderen Teil. Und das ist eine poetische Lösung. Das ist eine Lösung, über welche ich jetzt spreche. Denn für mich ist es sehr wichtig, zu wählen die Form der Kommunikation mit Ihnen. Ich bin kein Universitätslehrer, ich bin ein Schriftsteller. Und deswegen würde ich die heutige Kommunikation nennen als eine lyrische Abweichung außerhalb der Handlung, außerhalb der Biografie. Ich hoffe, meine Universitätskollegen werden es mir entschuldigen. Also die Form meiner Ansprache ist eine Fuge. Also ich komme zurück zu dieser Idee von Palimpsest nach Tschernowitz, nach Tschernivtsi, nach Tschernowitz. Das ist, wie gesagt, eine Palimpseststadt mit vielen Schichten. Was für Schichten sind das? Jetzt spreche ich über die Geräusche, über die Laute, über die Stimmen. Also, das ist eine Stadt. Und die ersten Geräusche, die zu hören sind, wenn eine Rotthaut sein Ohr auf den Boden legt, was hört man dann? Man hört osmanische Stimmen. Das heißt, das war Osmanisches Reich, das war die balkanische Welt, das war die balkanische Kultur. Und im Jahre 1775 wurde Tschernowitz zu einem Teil des österreichischen Reiches. Das ist ein wichtiges Datum, denn die balkanische Welt, nicht strenge gesagt, das war eine Welt von Bazaren, von Märkten, mit Fuhrwerken, mit Kibitkas, wo es nach gebratenem Fleisch riecht. Und die habsburgische Welt, das ist eine andere Welt. Da riecht man nach Büropapier, nach Büroleim. Also Bürokratie, Verwaltung mit staatlichen Bauten, mit staatlichen Institutionen, mit Pädagogik. Und damit ist es so geschehen, das wollte die Geschichte, ist es so gekommen, dass Tschernowitz aus einer Welt, aus der balkanischen Welt, in die österreichische Welt umgestiegen ist, überlaufen ist. Und das war eine große Transformation. Es wurde viel über die Transformationen bereits gesprochen. Und es ist mir einmal eingefallen, also ich war ein russischsprachiger Journalist und ich hatte eine Dienstreise in der Stadt Tomsk, das war in Sibirien, vor 25 Jahren ungefähr. Und diese Stadt Tomsk hat mich sehr verwundert. Warum? Diese Stadt hatte eine Handlung. Das war keine nomadischen Feldzelten oder Zelthütten. Das war eine Stadt mit einer Handlung. In dieser Stadt, da gab es sehr viele intelligente Gesichter, sehr viele intelligente Menschen. Und warum war es gerade in Tomsk? Warum ist
diese Stadt in Sibirien wirklich eine intellektuelle Oase. Tomsk und Omsk, das sind zwei Städte, aber sie waren in dieser Hinsicht ähnlich. Sie hatten viele intellektuelle, intelligente Menschen. Und dann stellte es sich heraus, dass diese Handlung, diese Stadt, den Polen, den verbannten Polen verdankt. Es lebten dort Polen, die verbannt wurden nach Sibirien. Und später die Menschen, die in den Lagern von Gulag waren, sie ließen sich nieder in Tomsk, sehr viele von ihnen. Da gab es viele intelligente Juden der Sowjetzeit. Sie waren sozusagen wurzellose Kosmopoliten und sie blieben dort. Und das war ein Koagulat des Intellekts, der Talente, der schöpferischen Energie. Und dadurch wurde die Stadt geprägt. Tomsk war eine gesperrte Stadt und die sowjetischen Juden durften diese Stadt nicht verlassen, also wenn sie ausreisen aus der Sowjetunion wollten. Und ich spreche so viel über Tomsk, denn das sozusagen eine Stadt ist, die ein Schicksalgefährte von Tschernowitz ist. Es ist so, dass im Jahre 1848 im damaligen Österreich zu einer Revolution gekommen war. In der sowjetischen Schreibgeschichte nennt man dies eine bürgerliche Revolution, aber war es eine Befreiungsrevolution. Also 1848 in Österreich, in diesem österreichischen Reich. Und diese Revolution erlitt eine Niederlage. Also zum Teil irgendwie. Aber eine Niederlage erlitt sie und viele Menschen, die verloren haben, das waren österreichische Intellektuelle. Und diese österreichischen Intellektuellen sind geflohen aus Wien zum Stadtrand des damaligen österreichischen Staates, also nach Tschernowitz. Das war so etwas wie Magadan in der Sowjetunion, ganz am Rande des Staates. Also, sie haben sich versteckt in Tschernowitz und das war ein großer intellektueller Beitrag. Sie hatten eine große, kolossale intellektuelle Energie, diese Menschen. Und gerade dadurch entstand dieser Boden. Und deswegen wuchsen dort wirklich Genies auf. Sie haben gedichtet zwischen den beiden Weltkriegen. Einen Namen möchte ich nennen zum Beispiel. Das ist ein großer intellektueller Revolutionär. Er ist nach Tschernowitz gekommen, nach der Niederlage dieser Revolution in Wien. Und er hieß, ich muss eine andere Brille nehmen, Ernst Neubauer hieß er. Und er begann hier in Tschernowitz eine ernsthafte Zeitschrift herauszugeben in der deutschen Sprache. Und er hat also diese Zeitschrift herausgegeben. Er war auch ein Lehrer an einem Gymnasium, dann an der Universität. Einige Namen seiner Schüler nenne ich. Das war Michael Eminescu, Klassiker der rumänischen Literatur, Juri Fetkovich, Klassiker der ukrainischen Literatur. Er hat auf Deutsch geschrieben. Dann Franzos hat auch auf Deutsch geschrieben. Und aus dieser Niederlage in Wien, stellen Sie sich vor, hat Tschernowitz gewonnen, diese Provinz im Osten, Tschernowitz. Und das war so ein weit entfernte Provinz. Es gibt ein Volkslied über einen Soldaten, er kommt aus einem weit
entfernten Dorf, also aus einem Kurort. Und das war eine Kaserne in Tschernowitz. Also das war auch, wie gesagt, so etwas wie Magadan in den sowjetischen Zeiten. Aber dank Bemühungen dieser Intellektueller entstand da ein Boden, ein Grund für die Genies von Tschernowitz. Es gab auch ein literarischer Boden in Tschernowitz. 1919, da wurde hier eine literarische Zeitschrift herausgegeben, Der Nerv. Das war ein Modernismus, das war der Expressionismus. Celan ist noch nicht geboren und in Tschernowitz wird bereits eine modernistische Zeitschrift herausgegeben. Das heißt, es gab Schriftsteller und entsprechend gab es auch Leser. Apropos, dieser Ernst Neubauer, dieser Intellektuelle, er ist ein Autor von vielen Büchern, die mit der Bukowina zu tun haben. Also Lieder aus der Bukowina. Aber interessanter ist, dass er auch ein Stück geschrieben hat, ein Mädchen von Kalitschanka. Ja, es wäre gut, dass das Dramatheater von Tschernowitz dieses Stück aufführt. Es gibt eine ukrainische Übersetzung dieses Stücks. Und dieser Monolog von mir über den Boden, für mich persönlich, ist ja sehr wichtig. Und dieser Begriff Palimpsest, ja, ich wende diesen Begriff an, nicht im akademischen Sinne. Für mich ist es eine Metapher. Ich habe gesagt, es gibt ein Palimpsest-Mensch. Plato hat in erster Linie hat das gesagt. Dann in der Romantik, Coleridge als Dichter sagt ja, ein Palimpsest-Gedicht oder ein Palimpsest-Gedächtnis. Und es gibt noch eine Gestalt für mich, die sehr wichtig ist für mich. Der italienische Psychologe Lambrose, er hat viel über das Recht geschrieben, aber für uns ist ja in erster Linie bekannt, weil er das Gesicht, also eine Physiognomie eines Verbrechers entwickelt hat, wie ein Verbrecher aussehen soll. Und er hat auch ein Palimpsest im Gefängnis entdeckt. Also ein Gefängnis heißt auf Italienisch ein Karzer. Und ich interessiere mich für solche Einzelheiten. Also ein Palimpsest im Gefängnis. Das war interessant. Im 19. Jahrhundert wurde dieses Gefängnis gebaut. Und der Platz, wo dieser Platz lag in Tschernowitz, das war eine österreichische Straße oder österreichischer Platz, dann ein Kommerzplatz, dann ein sowjetischer Platz, das ist ja klar. Heute ist es ein Soborplatz und ich kann mir vorstellen, wie dramatisch sah dieser Palimpsest in den Zellen aus. Da kamen verschiedene Häftlinge und an die Wand haben sie ihre Namen, ihre Bitten geschrieben. Sie haben über ihre Erfahrungen geschrieben, verschiedene Sprachen, verschiedene Wörter, die deutschen, die ukrainischen, die rumänischen. Dann begann die sowjetische Okkupation. Und die Häftlinge der Sowjetzeiten haben auch auf Russisch dann wahrscheinlich geschrieben. Es wurden ja viele Bürger aus Tschernowitz deportiert. Also, das ist ein Boden. Eine Palimpseststadt, das ist ein Hintergrund. Das ist ein Hintergrund für eine Gestalt, für die Gestalten von Paul Celan. Nun aber wiederum zu dieser Wendung Erde, Erdboden und Schicksal. Nun kommen wir langsam zum Schicksal.
Sehr interessant ist natürlich die Wechselbeziehung von Paul Celan und der Sprache und den Sprachen. Das ist sehr interessant. Er ist in Czernowitz aufgewachsen und geboren ist er im Jahre 1920 und er sollte sich anpassen an verschiedene Sprachen. Er ging in die Schule und in dieser Schule war die Hauptsprache Hebräisch. Dann ging er ins Lyzeum, Rumänisches. Rumänisch war seine erste Sprache, seine Muttersprache. In der Familie sprach man bei ihm Deutsch. Es gab in dieser Stadt einen Kultus der deutschen Sprache. In dieser Stadt lebten Dichter und Schriftsteller, die Jiddisch geschrieben haben, aber auch andere Sprachen. Und Rumänisch und Deutsch, diese Sprachen assoziierten sich bei Celan mit dem Tod seiner Eltern, mit dem Tod von Bekannten, von Angehörigen. Und er war selbst an der Schwelle des Todes. Also Celan und die deutsche Sprache. Er hatte eine gute Veröffentlichung in der Zürcher Zeitung. Das war 1947. Viele Gedichte wurden in der Zürcher Zeitung, die in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht. Und in der Einleitung stand, dass Celan Deutsch aus einer Vorstadt hat, aus einem Stadtrand. Und das war ein Fehler, das war eine große Ungerechtigkeit. Denn die deutsche Sprache, schon gut, nicht mit der Milch seiner Mutter hat er diese Sprache bekommen. Aber irgendwie ist es so gekommen, dass er diese Sprache sich angeeignet hat. Er hat diese Sprache gewählt. Oder diese Sprache hat ihn gewählt. Aber auf jeden Fall ist es so geschehen, dass das nicht ein Stadtrand war. Und das war ungerecht. Das war ungerecht. Die deutsche Sprache war seine Muttersprache. Und dort drinnen in dieser deutschen Sprache fühlte sich Celan nicht ganz bequem vielleicht. Warum? Denn diese Sprache hatte eine Assoziation mit dem Tod. Das war nicht einmalig. Zum Beispiel James Joyce, der Ehre. Er hat Englisch geschrieben. Und in seinem Roman Ein Porträt des Künstlers als junger Mann schreibt er auch darüber, wie diese imperiale Sprache, also die englische Sprache, die ihm sozusagen als Kloß im Hals steht. Und er muss seine Emotionen bewältigen. Denn gerade das gesiegte Reich hat die Sprache und in dieser Sprache sollte James Joyce schreiben. Was hat er gemacht? Ja, er hat in diesem Roman simuliert. Also sein letzter Roman, Finnegans Weg, wurde geschrieben in einer Dutzend Sprachen. Er hat viele Sprachen genutzt oder auch Wörter, die es überhaupt nicht gibt, hat er in diesem Roman genutzt. Also es gibt solch ein Problem, ein Künstler und eine Sprache, das meine ich. Und Celan, er hatte auch eine gewisse Beziehung zu dieser Sprache oder zur Sprache, ungefähr so wie Joyce und die englische Sprache. Derrida, der französische Philosoph, hat einen großen Artikel Celan gewidmet.
Und er hat gesagt, da ging es um Shibboleth. Was heißt Shibboleth? Das ist ein Begriff und nach einem gewissen Merkmal, nach einem Wort, kann man einen Menschen erkennen, der mit Akzent spricht. Also ein Muttersprachler, er kann gleich erkennen, wenn jemand auch diese Sprache spricht, aber nicht zu seiner Nation zählt. Das waren die Juden und sie hatten einen Krieg mit den Philistern und sie konnten ganz leicht erkennen, die Juden, was die Philister waren. Und dieser französische Philosoph Derrida hat auch geschrieben über diesen Begriff Shibboleth, denn Celan hatte auch dramatische Beziehung zur Sprache. Und Derrida denkt, um sich als Muttersprachler zu fühlen, hat Celan da einige Spuren, einige Merkmale gelassen. Also solche Shibboleth-Narben, Shibboleth-Wunden, Shibboleth-Spuren in seine Dichtung. Und ich würde sagen, dass, oder er hat gesagt, dass Celan damit die Sprache verletzt. Ja, das kann auch sein. Er verletzt die deutsche Sprache. Denn die Erbitterung ist geblieben. Sodbrennen ist geblieben. Also nicht realisierte Rache vielleicht auch, aber das sind meine psychologischen Hypothesen. Aber Celan hat lange in Paris, in Frankreich gewohnt, in den 50er Jahren. Er war ein Staatsangehöriger von Frankreich. Und sehr interessant ist, welchen Bekanntenkreis hatte er. Er war ein Lehrer an der Hochschule Normale École, also pädagogische Hochschule in Paris. Das ist eine angesehene Hochschule in Frankreich. Und dabei, ich arbeite im Rundfunk und ich hatte einen Autor namens Martinez und er hat auch in diesen Jahren an dieser Hochschule unterrichtet. Und er erzählte mir, Celan hatte traurige Augen, schwarze gegen Trauer Augen. Und welchen Bekanntenkreis hatte er? Das war ein Kreis von ethnischen Außenseitern. Da habe ich irgendwo eine Tasse und man sieht da Puschkin. Puschkin war auch ein Außenseiter, denn er hatte afrikanische Herkunft. Und im Lyzeum hatte er einen Spitznamen, Gemisch von Tiger und Affe. Damit konnte man natürlich einen Jungen verletzen. So nannten die Franzosen den Voltaire. Und womit kommunizierte Celan in Paris? Das war Jadès, das ist eine große Figur in Frankreich. Jadès, er war auch ein Nomade. Er ist in Ägypten geboren, in die Familie von französischsprachigen Juden. Das war sein Genosse von Paul Celan. Also, ja, und apropos, und Derrida, der Philosoph, er kam auch aus Algerien, ist in einer englischsprachigen Familie von französischen Juden geboren. Also, und Derrida beschreibt ein Abendessen, also da waren Derrida, Jadès und Celan. Und Celan hat geschwiegen. Er war, milde gesagt, nicht redselig. Und diese Art zu schweigen, das hört man in seinen Gedichten.
Ich glaube, dass er seine Zunge verschluckt hat. Es gibt solch eine Wendung, und zwar in verschiedenen Sprachen. Also in verschiedenen Sprachen gibt es diese Wendung. Und es gibt noch einen Schriftsteller, Aharon Appelfeld, und er hat geschrieben, wie nach dem Krieg, er hat überlebt und dann war er in Italien und wollte weiter nach Palästina reisen. Und auf einmal hat er alle Sprachen vergessen. Er konnte Jiddisch, Hebräisch, Deutsch, Rumänisch, Ukrainisch, aber er konnte nicht mehr sprechen. Er hatte ein Kloßgefühl im Hals. Und Celan, das war für ihn interessant. Für Celan war interessant, dass einem Dichter alles helfen konnte. Auch dieses Kloßgefühl im Hals konnte ihm helfen. Er hat dies als poetischen oder Poesiestoff genutzt. Und das können die Dichter machen. Also, wenn ich ihn lese, seine Gedichte lese, dann sehe ich, dass die ganze Poesie, das ist alles ein Versuch, die Sprache zurückzubekommen oder die Zunge in die Mundhöhle zu bekommen. Und man hat Mitleid mit dem Dichter und die Gedichte sind auf deiner Zunge, die Gedichte sind in deiner Kehle. Natürlich ist es am besten, Gedichte im Original zu lesen, das ist klar. Und diese Beziehungen mit der Sprache sind immer wichtig. Und ja, Celan, wofür mag ich ihn? Diese Pausen, diese Zäsuren in seinen Gedichten. Da gibt es keine logische Verbindung. Und die Menschen können manchmal keinen Sinn sehen. Aber das ist kein modernistischer Trick, kein surrealistischer Trick. Also die Surrealisten haben schon experimentiert mit den Worten. Aber das ist, wie gesagt, ein Kloßgefühl im Hals. Und wie kann man mit dem Kloßgefühl im Hals schreiben? Wie kann man das wiedergeben? Ja, und noch ein paar Worte über meine persönlichen Beziehungen zum Dichter. Ich hatte persönliche Beziehungen, ehrlich, diese Beziehungen, obwohl in meiner Fantasie. Also es ist so, dass meine Familie aus Dreisbaikalien nach Tschernowitz gekommen ist im Jahre 1953. Mein Vater war Militärjournalist, er wurde entlassen aus der Armee und wir kamen in die Stadt und wir wohnten auf der Fetkovic-Straße und schon wieder ein Palimpsest. In den österreichischen Zeiten hieß diese Straße eine Gartengasse. Ja, und wir wohnten in einer üppigen Villa, aber wir wohnten auf die sowjetische Art und Weise. Viele Familien, es war ganz eng. Und mein Vater begann zu arbeiten in einer ukrainischen Zeitung. Er war zweisprachig. Also nach dieser Armee, nach der Arbeit in einer Militärzeitung, kam er nach Tschernowitz und er begann in der Zeitung Radjanska Bukowina zu arbeiten, also Sowjet-Bukowina. Das war für mich eine Überraschung. Der Vater kommt aus Odessa, die Mutter kommt aus Kharkiv und sie sprachen auf einmal Russisch und Ukrainisch. Also 1953 und mein Vater hat sich verpasst mit Paul Celan um 9 Jahre. Im Jahr 1944 arbeitete Paul Celan als Übersetzer in einer rumänischen oder moldawischen Beilage dieser Zeitung, als Übersetzer. Er hat
den sowjetischen Blödsinn übersetzt. Und wenn wir Zeit und Raum zusammenführen, dann können wir uns vorstellen, dass Paul Celan da bleiben könnte in der Sowjetunion. Und dann sollte er propagandistische Artikel meines Vaters übersetzen. Ja, und noch eine persönliche Begegnung mit Celan. Im Jahre 1965 begann ich an der Universität Czernowitz zu studieren, Fakultät für englische Sprache oder Lehrstuhl für englische Sprache. Und es ist so, dass Celan seinerzeit auch an dieser Universität studierte. Und nach der deutschen Besatzung hat er auch da studiert, an der gleichen Universität, am gleichen Lehrstuhl. Das heißt, wir haben uns begegnet im Raum, aber nicht in der Zeit, räumlich, aber nicht zeitlich. Vielleicht saß ich auch in den Klassenzimmern am gleichen Tisch, wo Celan gesessen hat. Und das war für mich eine persönliche Begegnung mit Celan, eine persönliche Verbindung mit Celan, und sie ist für mich unheimlich wichtig. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben. Diese Geschichte heißt Pavel Lwowitsch. Warum Pavel Lwowitsch? So nannte sich Celan. Paul als Pavel auf die russische Art und Weise, und sein Vater war Leo, also Lev, und der Vatersname ist Lwowitsch. Pavel Lwowitsch nannte er sich, und er stand im Briefwechsel mit einem Freund aus Moskau, und so habe ich ein alternatives Leben für Paul Celan entwickelt. Was, wenn Gott bewahre, er in der Sowjetunion geblieben wäre? Was wäre mit ihm geschehen? Es gibt eine Episode in seiner literarischen Karriere, und sie gibt zum Teil eine Antwort auf diese nicht ganz korrekte vielleicht Frage. Es ist so, dass bereits in der Sowjetzeit er ein Stück übersetzt hat, ein Stück von Konstantin Simonow, das war ein sowjetischer Dichter und Dramaturg. Die russische Frage hieß das Stück, in die rumänische Sprache, und dieses Stück wurde aufgeführt in Bukarest. Das ist eines der schlechtesten Stücke in der sowjetischen Dramaturgie. Das war ein Stück gegen Amerika. Und ich möchte keinen Schatten auf den Dichter werfen, aber ich wollte mir vorstellen, wie schrecklich wäre das gewesen. Celan ist ein Pavel Lwowitsch in der sowjetischen Stadt Czernowce. Er ist ein wahrscheinlich rumänischer Dichter, denn nach dem Zweiten Weltkrieg ein deutschsprachiger Dichter zu sein, das wäre gefährlich gewesen. Deswegen schreibt er rumänisch, er schreibt für moldawische Zeitungen, und irgendwann wird er eingeladen, der Vorsitzende des Stadtrates, in die Partnerstadt Jasse. Und dort sucht Celan und kauft einen Kordsacker, dann Schuhe aus Wildleder, kommt zurück nach Czernowitz. Das ist aber eine Horrorgeschichte. Und ich werde einen ganz kleinen Abschnitt vorlesen. Das ist der letzte Absatz dieser Geschichte. Diese Geschichte heißt Pavel Lwowitsch. Auch eine andere Brille. Das Jahr 1970 war für mich außerordentlich schwer. An einer Herzruptur starb mein Vater, und Ende April haben die Milizionäre die Leiche von Pavel Lwowitsch
aus dem Brot herausgefischt. An seinem Begräbnis beteiligten sich etwa 10 oder 12 Personen. Ich habe den Sarg getragen. Der Sarg war ungewöhnlich leicht. Ins Grab hatte man ihn auf Seilen hinuntergesenkt. Der Rabbi sorgte dafür, dass der Tote in der Erde ordentlich läge, mit Füßen nach Osten, mit dem Kopf nach Westen. Vor dem Begräbnis las der Rabbi keine Psalmen. Die Selbstmörder werden nicht besungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Ende möchte ich, dass die Stimme des Dichters noch einmal erklingt. Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sudanit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Спасибо за внимание. Дякую за увагу. Thank you for your company.